بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Brüder, ich wollte über ein sehr wichtiges Thema reden, über ein Thema, wie heutzutage versucht wird, der Islam zu wie man versucht, den Islam zu zerstören, wie man versucht, die Akida der Muslime platt zu machen und zu verändern und zu einer Religion zu machen, die mit dem Islam nichts mehr zu tun hat. Und zu diesen Versuchen gehören die Versuche der sogenannten Modernisten. Und dieses Wort Modernisten, was von modern kommt, das ist schon ein Begriff, der stets als positiv angesehen wird. Und dahinter verbirgt sich aber der pure Kufur und der pure Unglaube. Und ich habe hier ein Buch von einer gewissen Lamia Kador, muslimisch, weiblich, deutsch. Und hier sind sehr viele Punkte aufgeschrieben worden, oder sie erwähnt sehr viele Punkte, die die Modernisten heutzutage benutzen. Ich habe hier 33 kritische Punkte. Das ist nichts Neues, was sie hier bringt, sondern das sind die Sachen, mit denen die Modernisten arbeiten, um den Islam zu zerstören. Bei den Modernisten ist es so, dass es verschiedene Leute gibt. Es gibt einmal pure Munafikun, pure Heuchler, die von vornherein bezahlt wurden. Ich gehe davon aus, dass Muhammad Rashid einer von dieser Sorte ist, weil das, was der labert, einfach zu absurd ist und seine ganze Geschichte darauf hindeutet. Und ich glaube aber, dass bei dieser Lamia Kador, und ich habe die, bis ich dieses Buch gelesen habe, nicht als Käfirer gesehen, aber das, was ich in dem Buch gelesen habe, ist ganz klar der pure Kuffer, das muss man ganz klar sagen. Und sie scheint mir aber eine Frau zu sein, die am Anfang den Islam verteidigen wollte und die auch den Islam jetzt noch verteidigen will, aber aufgrund eines Fehlers in die Irre gegangen ist. Und das ist, dass sie den falschen Maßstab dafür hat, wann der Islam richtig dargestellt. Und deswegen möchte ich hier ganz kurz über den Maßstab der Modernisten reden. Den Maßstab, den die Modernisten für die Richtigkeit der Dawa oder für die Richtigkeit der Darstellung des Islams nehmen. Was ist dieser Maßstab? Dieser Maßstab ist, die westliche Welt muss damit zufrieden sein. Und deswegen siehst du auch bei einem Muhammad Khurshidi beispielsweise, dass er im Endeffekt mit seiner bei seiner Interpretation genau das rauskommt, was der säkulare Mensch in Deutschland gern hören will. Das heißt, er hatte von vornherein ein Ziel und hat dann versucht, sich von dem Koran nur die Sachen rauszunehmen, die in sein Schema passen, Punkt Nummer 1. Und die Sachen, die nicht in sein Schema passen, einfach umzudeuten und zu verändern oder komplett zu übersehen. Und dann hat man noch nach bestimmten Lügen und bestimmten verdrehten Prinzipien gesucht. Und das ist das Problem, womit viele Muslime heutzutage infiziert werden, weil ihnen das Gefühl vermittelt wird, oh, der Westen, die haben ja die Kaffeemaschine erfunden, die haben ja dieses erfunden und die sind ja fortgeschritten. Und würden wir den Islam richtig darstellen, dann fänden sie die Religion auch gut und würden die auch annehmen und das würde ihnen dann gut gefallen. Ich habe es einmal in einer Rede gehört, in einer Freitagspredigt, da hat der Imam gesagt, der Imam, wenn wir den Islam richtig darstellen würden, dann hätten in Deutschland schon alle oder sehr, sehr viele oder alle den Islam angenommen. Da würden alle Menschen den Islam annehmen. Wenn diese Regel richtig wäre, dann hieße das, dass alle Propheten den Islam falsch dargestellt haben. Weil zu keiner Zeit gab es einen Propheten, oder zumindest ist das nicht bekannt im Koran, bei dem alle Menschen den Islam und die richtige Religion angenommen haben. Jesus, der mit der Gottergebung kam, denn wir sagen, Jesus war ein Muslim, alaihissalam, man hat ihn abgelehnt, zu großen Teilen. Ibrahim, er wurde zum großen Teil abgelehnt, alaihissalam. Musa, alaihissalam, wurde vertrieben vom Pharao. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, wie viele haben ihn abgelehnt?
Das heißt, dieser Maßstab ist der pure Schwachsinn. Ja? Dass man denkt, wenn der Islam richtig dargestellt werden würde, dann würden alle Menschen damit zufrieden sein. So. Und dadurch kommt die Schlussfolgerung, guck mal, Müller, Meier, Schmitz, die mögen das nicht im Islam, zum Beispiel das Kopftuch, und die mögen das nicht im Islam, zum Beispiel die Scharia oder bestimmte Teile von der Scharia. Ja? Das heißt, Hand abhacken, bleiben und so weiter und so fort. Und die mögen das nicht im Islam, also der Mann vier Frauen heiraten darf. Und die mögen das nicht im Islam, dass man fünfmal am Tag beten muss. Warum fünfmal? Ja, ich muss doch nicht fünfmal am Tag beten. So. Und plötzlich fängt man an, alles weg zu radieren, was diesen Menschen, was dem säkularen Kopf nicht in den Kram passt. Und was kommt dann am Ende dabei raus? Am Ende kommt eine andere Religion raus, die von dem Islam nur noch den Namen hat. Ich bin ein Muslim, ja. Ach, du bist ein Muslim? Ja. Was praktizierst du so? Ja, ich bin stolzer Muslim, ich glaube an den Islam. Betest du fünfmal am Tag? Nö. Fastest du? Manchmal. Wie sieht es mit Zakat aus? Wie stehst du zu diesen Versen im Koran, die sagen, dass die Nicht-Muslime in die Hölle gehen? Ja, nein, das kann man anders sehen. Das ist heute nicht so. Das heißt, alles wird wegen diesem Maßstab kaputt gemacht. Und deswegen müssen wir eine Sache kapieren. Die Richtigkeit eines Konzepts ist nicht abhängig davon, ob Müller, Meier, Schmitz oder die Mehrheit der Deutschen oder die Mehrheit der Säkularisten das mag. Das hat nichts damit zu tun. Und das, glaubt es mir, dieses Problem haben so viele Muslime. Ich war einmal bei einem Vortrag gewesen, da kamen dann zwei Deutsche und sagten dann zu den Eltern der Veranstalterin, sagten die, ja, aber das hat uns heute hier nicht gefallen, weil wir sind ja nicht hier hingekommen, um uns anhören zu müssen, dass der Islam die richtige Religion ist. Was haben die Eltern dann gemacht? Sie haben dann diesen ganzen Vortrag, obwohl drei Leute den Islam angenommen haben, in Frage gestellt. Ja, ich glaube, das wurde nicht richtig dargestellt, weil diesen Leuten hat das ja nicht gefallen. Das heißt, weil es diesen zwei Leuten nicht gefallen hat, war also unsere Dawa falsch. So. Was war mit dem Propheten Friede und Segen mit ihm? Alayhissalatu wassalam. Der wurde in Taif mit Steinen beschmissen. War seine Dawa falsch? Nein. Der Prophet, a.s.w., was ist passiert mit ihm in Mekka? Sie haben ihn beschimpft, sie haben ihn beworfen, sie haben ihn verletzt. Wenn das der Maßstab gewesen wäre, dann wäre seine Dawa falsch gewesen. Aber ganz im Gegenteil, die wahre Dawa wird immer bekämpft. Allah sagt im Koran, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مَنِ اسْتَطَاعُوا. Und sie werden nicht aufhören, euch zu bekämpfen, bis ihr sie von eurem Weg abgebracht. Dann kommt da einer, ja, du musst das im Kontext sehen. Ja, was ist denn der Kontext? Der Kontext ist, dass die wahre Religion bekämpft wurde. Allah sagt, und außerdem, wir brauchen nicht nur den Vers, es gibt noch viele andere. Suche 2, Vers 120. Und das solltet ihr euch merken. Brüder, diese Verse sind so wichtig, weil sonst kommt man selber in diese Flut rein. Boah, die Dawa war bestimmt falsch. Und dann kommt man am Ende zu dem Ergebnis, oh, mein Islamverständnis ist bestimmt falsch, weil es gefällt Müller, Meier, Schmitz ja nicht. Ja? Suche 2, Vers 120. Len tarda ankel Yahudu wa la nasara hatta tattabi'a millatahum. Die Juden und Christen werden nicht mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Weg folgst. Das heißt, ganz kurz nochmal zu dem Maßstab. Wenn uns einer kommt mit dieser Aussage, ja, aber diese Dame war nicht richtig, weil da kam eine Frau, die hat gesagt, das finde ich aber hier nicht schön. Ja, dann sagen wir zu, der Maßstab für die Richtigkeit der Dame ist nicht, dass es jedem Käfer gefällt, sondern der Prophet Friede und Segen mit ihm wurde in Taif mit Steinen beworfen, wurde in Mekka bekämpft, der Prophet Moses wurde vertrieben, der Prophet Isa wurde abgelehnt. Die Ablehnung der Kuffar ist kein Maßstab dafür, dass die Dawa falsch ist, und die Ablenkung der Kuffar ist kein Maßstab dafür, dass der Islam falsch ist. Und letztens habe ich so einen Freak gesehen, der saß auch dort und macht einen Vortrag im Internet mit Bart.
Der Islam, also der Beweis, dass diese und diese Leute falsch sind, ist, dass die Leute das nicht mögen, was die machen, weil der Islam ist die Religion der Fitra und wenn das gut wäre, was die machen, dann würden die Leute das mögen und dann würde das denen gefallen. Das ist der Maßstab. Das ist das Problem, deswegen, liebe Geschwister, merkt euch das. Der Maßstab für die Richtigkeit der Dawa ist nicht die Akzeptanz der Kuffar und die Maßstab für die Richtigkeit des Islams ist nicht die Akzeptanz der Kuffar. Das sind meine Worte erstmal.